In Sachersdorf-Brehna haben sich ja schon mehrere Gemeinden zu einer Stadt vereinigt. Dieser Schritt steht unseren nächsten Finalteilnehmern noch bevor. Ganz in der Nähe von Bremerhaven haben sich zwei Orte für Mission Olympic schon mal zusammengeschlossen, die in naher Zukunft auch tatsächlich mal fusionieren wollen. Sie liegen an der Weser und an einem idyllischen See und bieten ihren Bürgern insgesamt 70 Sportanlagen und 105 Sportgelegenheiten. Die erste Finalistin in Kategorie 2 sind Langen und die Samtgemeinde Bederkeser. Herzlichen Glückwunsch! Wir sind Finalstadt. Jetzt auch offiziell. Unser Bürgermeister Thorsten Krüger nahm in Berlin die Urkunde von Mission Olympic in Empfang. Sie haben Wasser in der Nähe. Das kann man ja gut einsetzen, oder? Für so ein Finale, wenn spielt das vielleicht eine Rolle dann? Ja, glaube ich schon. Aber wir wollen auch noch nichts sagen. Oh, alles top secret. Die Zusammenarbeit mit Bederkeser hat gut funktioniert oder überlegen Sie das mit der Fusion nochmal jetzt? Nein, nein, das Gesetz gibt es. Am 1.1.2015 entsteht die neue Stadt Geest. Wunderbar. Herzlichen Dank. Das ist Ihre Urkunde. Geestland kommt. Genau wie unser Finale. Auf Bederkeser und Langen wartet im nächsten Jahr viel Arbeit. Es hat mir sehr gefallen und ich glaube, das zeigt, dass wir auch über den Grenzen hinaus schon Möglichkeiten haben. Und mit was für Gefühlen gehe ich nach Hause? Ich glaube, bei dem Wir-Gefühl und bei dem, was wir so bis jetzt alles erreicht haben, wenn ich daran denke, an unseren Vulkan, an die Wette oder auch das mit den Ringreiten in Deppstedt, also mache ich mir keine Sorgen. Ich glaube, wir stellen da was Tolles auf die Beine und haben eine gute Chance, wenn wir alle zusammen anpacken. Das heißt, also wir brauchen viel Unterstützung, wir brauchen die Vereine, die Bürger, alle Institutionen, um das mitzumachen, um ein tolles Event davon zu machen. 2014 wird also spannend und sportlich auf dem Gebiet der künftigen Stadt Geestland. Nebenbei wurden in Berlin übrigens auch die Gewinner dieses Jahres geehrt. Und das ist Meuterbauer. Wir gratulieren den Siegern 2013. Bocholt, Montabaur und Rottenburg am Neckar, die sich mit neuen und erneuerten Ideen durchsetzten. Es ist doch in dem Sinne gleich geblieben, dass es immer wieder spannend ist zu sehen, auf welche kreativen Ideen die Teilnehmerstädte gelangen, um Bewegung herbeizuführen, um die Bevölkerung zu stimulieren, darin neue Formen zu finden, Kalorien zu verbrennen, sich zu bewegen und Spaß dran zu haben. Und seit 7 Jahren schauen wir uns und schaue ich mir das an, jedes Mal mit einem großen Maß an Begeisterung, was wieder für tolle neue Ideen gekommen sind. Sie haben ja heute gesehen das Stöckelschuh-Wettlaufen. Sie haben heute gesehen das Ehefrauentragen. Und das ist doch toll. Also allein dafür lohnt sich doch so eine Initiative, finden wir bei Coca-Cola jedenfalls. Der Getränkehersteller und der Deutsche Olympische Sportbund hatten sich ins Zeug gelegt und einen tollen Abend auf die Beine gestellt. Bekannt gegeben wurden die Gewinner übrigens von keiner geringeren als Britta Steffen. Und da man sich auf einer Veranstaltung im Namen des Sports befand, animierte die zweifache Weltrekordhalterin die Gäste, sich zwischen den Preisverleihungen zu bewegen. Wir steigen auf unser Pferd und wir reiten los. Ich bin auf meinem Startsignal. Auf die Plätze, Pferd geht. Super, dass Coca-Cola immer die aktivste Stadt sucht in jedem Jahr, weil Sport super wichtig ist für die Gesundheit. Ich selber lebe davon, dass ich immer versuche, Körper und Geist in Einklang zu bringen und deshalb finde ich die Aktion total klasse. Als Finalstadt sind wir 2014 auf jeden Fall wieder bei der Preisverleihung dabei und hoffen, dann selbst die Trophäe in die Höhe recken und das Preisgeld verteilen zu können. Das Geld fließt den Vereinen, die sich daran beteiligen, auch zu, weil das machen wir ja für die Vereine. Das ist ja eine Leistung, die wir geben können. Da steckt viel Arbeit drin, aber wir können was an die Vereine wiedergeben, weil die tragen ja zum Sozialkapital unserer Stadt bei, auch zu unserem Gelingen und ohne die werden wir viel ärmer. Und da haben wir mal eine Möglichkeit, denen was zu geben. Also alle, die mitmachen, die bekommen was.
Deutschlands aktivste Stadt zu werden. Wir haben es selbst in der Hand. Auf jeden Fall erwarten uns in Langen und Bederkesa das seit Jahren größte sportliche Event der Region. Packen wir es an. Eine Stadt, ein Ziel.